Willkommen zurück bei Let's Play WWE 2K14. In der letzten Episode haben wir auch noch, haben wir das erste Mal den Undertaker in Action gesehen hier im Let's Play. Und zwar durften wir King Kong Bundy besiegen. Wunderschön, am Ende noch einen Katapult-Finisher gezeigt. Das Ganze dann mit dem Tombstone-Piledriver verbunden und die Streak ging weiter. Und wir befinden uns aber immer noch bei WrestleMania 11. Jetzt geht's weiter mit dem Match Diesel gegen Shawn Michaels. Die waren zusammen in The Clique. Und der Szenarienhintergrund lautet wie folgt. Und es geht übrigens um die WWE Championship. Diesel machte auf sich aufmerksam, als der WWE als... als Michaels Leibwächter betrat. Im Lauf der Zeit begannen die zwei charismatischen Superstars als Tag-Team aufzutreten. 1994 hielten sie den WWE Tag-Team Championship-Titel. Bei der Survivor Series 94 war Diesel allerdings der Empfänger einer Switch-In-Music, da Michaels Diesel versehentlich ins Gesicht trat. Das führte zu einem Streit und Diesel löste das Tag-Team auf und gab seinen WWE Tag-Team Championship-Titel ab. Drei Tage später besiegte Diesel Bob Backlund in nur 8 Sekunden und wurde neuer WWE Champion. Zwei Monate später gewann Michaels das Royal Rumble, was ihm einen Kampf gegen Big Daddy Cool um den WWE Championship Titel bei WrestleMania 11 einbrachte. Let it flow, baby. Wir spielen Diesel, Kevin Nash. Wir sollen im Guten einen Big Boot verpassen und seinen Schaden auf kritisch bringen, und was danach auf uns wartet, weiß man nicht. So laut das Feuerwerk. Sexy boy. Okay, lasst uns mit dem Match beginnen. Das Ding machen wir klar. Wir werden natürlich versuchen zu retainen. Den Titel zu verteidigen. So, Musik natürlich wie immer von Shearer. Und natürlich nicht vergessen, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Natürlich, natürlich, natürlich. So, mit einem Big Boot, wie mache ich das? Viereck lange gedrückt halten. Keine Ahnung. Kriegen wir schon irgendwie hin. Na. Na. Ha. Oder hat er Big Boot als Signature Move? Hab keinen Plan. Da sollten wir ja dann merken, ob er denn als Running Move diesen hat. Ich weiß es ehrlich nicht. Aber ich glaube, er hat ihn als Signature Move. Und dann Jackknife Powerbomb als Finisher. So, zack, 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 zack. Und hopp. Sollte es nicht, warte mal, Moment. Hier, das ist neu. Man kann jetzt genau nachgucken, was Signature Move ist und was Finisher ist. Das finde ich richtig gut, das hat mir nämlich gefehlt immer. Das hatte ich auch mal gelesen, ist mir gerade eingefallen, dass es jetzt gibt. So, Jackknife
Finisher, Alternativ-Finisher ebenfalls, Signature, Big Boot, Irish im Lauf oder Rebound Grapple. Kriegen war hin. So, ich möchte mal einen Superplex zeigen. Na, na, noch nicht. So. I'm just a taunting boy, taunting boy. I'm a taunting boy. Und Gutbuster! So. So, einmal dahin bitte. Na oben. Das war wohl nichts. Dann hat ein Whipman nochmal manuell. Und Suplex Time. Superplex Time. Hoffentlich. Ich weiß es nicht. Na, wird ein Fallaway Slam. Okay. Lasst uns den Signature Move holen. Warum schmeißt du den nicht hin für einen Elbow Drop oder sowas in der Art? Komm rein wieder. Kein Problem. So. Werden wir jetzt auf die gute alte Hogan-Manier machen, ne? Zack! Ja, hat funktioniert! So. Stehst du auf. Badam! Jackknife! Powerbomb! Hab ich doch schon! Ach so! Das war's schon! Cool, ich hab die Ziele vorausgesehen. Wie ein echter Pro, halt. Yay! Ich hab gar nicht gemerkt, dass dieser Krisefilter gar nicht mehr drüber ist. Jetzt habe ich es gemerkt, aber ich hab's. War bestimmt schon bei den davorigen Matches auch nicht mehr da. So, macht die Mucke weg. Ich kann es ja keiner anhören. WrestleMania 12! Undertaker gegen Diesel. 96, wir nähern uns immer mehr der Attitude Era. In Anaheim, California. Beim Rumble 96 war der Taker soeben im Begriff, sein WWE Championship Match gegen Bret Hart mit einem Tombstone zu beenden. Als er von Diesel, der meinte, dass er zu den Titelkampf verdient, hätte, angegriffen wurde. Man verkündete, dass bei WrestleMania 12 der Undertaker und Diesel in einem Kampf der dominierenden großen Männer der WWE gegeneinander antreten würden. Als das Match näher rückte, begannen die Psychospiele und The Fiend quälte Big Daddy Cool. Die psychologische Kriegsführung fand schließlich ihren höheren Och Mann, ihr merkt schon, lese es nicht so meine Schwäche, Stärke, reden auch nicht. Fand schließlich ihren Höhepunkt, als der Taker einen Sarg am Ring aufstellte. Diesel zerstörte ihn und entdeckte eine lebensgroße Nachbildung seiner selbst im Sarg. What? Das will ich sehen. Wir spielen natürlich den Taker. Kurz vor meinem Geburtsdatum. Ich habe am 11. Juli Geburtstag. Na gut, nicht so kurz, aber im selben Jahr. Chokeslam, Tombstone, kriegen wir hin. Chokeslam war ohne Richtungstaste, glaube ich. Ich gucke gleich nochmal nach. Kriegen wir hin. Achso, bereit. Entschuldigung. Mein Fehler. Just might run over Big Daddy Cool.
WrestleMania. It can only happen, ladies and gentlemen, at WrestleMania. I must say, Big Daddy Cool looks like he's pretty much keeping his cool, at least for the moment. I'm sure The Undertaker's been playing some mind games, but apparently it hasn't worked. Kommen wir zum Undertaker. Let's do it. Machen wir Big Daddy Cool Kevin Nash Diesel. However you want to call him. Fertig. Wah! Und ab Close Line. Nein, Double Extended. So, ich will noch mal gucken hier. Choke Slam. Ah, andersrum. Weiß ich Bescheid. So, dann können wir da die Katapult-Finisher wieder Katapult-Finisher zeigen. Wenn man die schon mal hier im Spiel hat, ne, dann sollte man das auch im Let's Play zeigen. Ist ja klar. Oder wir können ihn einfach von Top Rope runterspringen lassen. Oder eine Springboard-Aktion durchführen lassen. Aber ich glaube, das wird nichts. Aus wahrscheinlich offensichtlichen Gründen. Wieso hat er einen Signature-Move? Erklär mir das. So. Hopp. Hopp. So. Ich denke mal, wir haben schon einen Signature-Move. Aber das war wohl nichts. Zack, 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 zack. Badam. Nimm das. Und das. Und das nicht. Wir gehen auf die Beine. So, zeigen wir was Schönes. Ein Elbow Drop oder so. Wunderbar. Wir haben gleich einen Signature Move. Den werde ich aber überspringen. Das kann man mit der R3-Taste machen. Also einfach auf den rechten Analogstick drücken. Wieso hat er zur Hölle nochmal zwei Finisher? Was hat er geschafft in diesem Match, ja? Ist das die besondere Herausforderung? So. Ich probiere. Kann man zwei Katapult-Finisher haben? Bestimmt, ne? Jawohl! Geht! Chokeslam! Zählt sogar! Dann torten wir mal eine Runde. Auch sehr schön die neue Animation, wie die Gegner jetzt so flach rumliegen. Das heißt neu. Gab's früher auch, aber schön, dass sie wieder da ist. Welcome home, baby. Na, natürlich kriegen wir jetzt die Jackknife Powerbomb ab. Aus dem Ring, aus dem Ring, aus dem Ring, aus dem Ring nochmal. Aus dem Ring, aus dem Ring, aus dem Ring nochmal. Ich muss raus aus dem Pin jetzt hier. Nein, 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 er macht einen Wake-Up-Taunt. Das. Hey, Contact? Und? Reverse DDT. Sehr schön. Da! Whip! Ab, hoch mit dir. Oh, das wird ein Chokeslam. Ich guck gleich mal, ob ich
ihm einen Tombstone Piledriver verpassen kann. Wenn er runterspringt, aber als Catching Finisher. Probieren wir es mal. So, mit dir. Dazu muss er jetzt einmal kontern. Hat super geklappt. Ja, ja. Probieren wir es nochmal. Probieren wir es gleich nochmal. Wenn es dann nicht funktioniert, dann muss ich auf die alte Tour machen. Ah, denn halt so. Scheiße! Och man! Jetzt habe ich den Analogstick dazu gedrückt. Der muss ich nochmal eine Runde torten. Tut mir leid, Leute. Das habe ich jetzt verkackt. Das habe ich verkackt. Tort nochmal eine Runde. Der will noch ein Weilchen liegen. Können wir gleich nochmal probieren. So. Badam. Machen wir mal. Was hat er als zweiten Signature Move? Mal gucken. Flying Clothesline, genau, die wollte ich nämlich machen. Vor, im letzten Tagger Match oder vorletzten, ich weiß es nicht mehr. Ich möchte jetzt einen Catching Tombstone zeigen. Gucken wir, ob es funktioniert. So, wir können einfach mal warten. Jetzt kommt er doch mal. Gute alte Art. Ne? Drehst du dich? So, Pin. Let it be the end. Zwei. Drei. So lobe ich mir das. So lobe ich mir das. Naja, nun komm, übertreibt man nicht. Ich würde mal sagen, da haben wir den großen Klotz mal fertig gemacht. Was? Die Streak vom Undertaker geht weiter. Und wie das Let's Play weitergeht, sehen wir dann leider erst in der nächsten Episode. Wieder einschalten, nicht vergessen. Und diesem Video einen Daumen nach oben geben, sollte man auch nicht vergessen. Turning